Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Uncensored Edition. Wir haben hier ein Rätsel gelüftet und ich kann mir nur vorstellen, wie vor, keine Ahnung, 4, 5 Folgen ich herumgerannt bin und jeder zweite Charakter meint so, ja, hier, es gibt hier einen Schatz und der ist hier versteckt. Und ich ignoriere das einfach völlig und denke noch, oh, lustige Statue macht lustige Geräusche. Und die Leute sitzen vorm heimischen Monitor und denken sich, Stefan, komm schon, tu doch was. Ja, wir haben auf jeden Fall... Er ist zum Leben erwacht, als wir ihm näher gekommen sind, hast du das gesehen? Ja, okay, es gibt hier einen goldenen Dildo. 20, oh yeah, wieder eine runde Zahl. Glückwunsch, du hast ein neues Outfit angelockt. Wir können es im Puter City Outfit Shop kaufen. 5 mehr Golden Dildos für ein Rematch gegen die nackte Erika. Oh ja. Ah, okay. Treasure Tracker. Ah, okay, das macht er automatisch. Ich habe mich gerade gewundert, weil das Spiel hing. Okay. Wusste ich nicht, dass wenn du eingeloggt bleibst, dass er das dann automatisch macht. Aber gut zu wissen. Ein Sonderbonbon. Duskstone ist wieder einer der Entwicklungssteine. Full Restore, okay. Und? Oh, Full Restore, naja gut. So ein, wie heißt denn der Full Restore im Deutschen? Das ist ein... Ja, du weißt schon, eine Mischung zwischen Top-Trank und einem Allesheiler. Ja, es ist eine Mew-Statue. Sie beobachtet dich. Okay, es gab hier einen Dildo. Und ein paar Items. Die Items waren jetzt nicht so das Wahre, aber... Ja, der Golden Dildo macht sich da eigentlich natürlich sehr gut, ne? Ich wollte noch checken. Ja, hier benutze ich aber einen Schutz. Wie es denn eigentlich ist mit unserem weiteren Weg, ob der hier blockiert ist. Und zwar brauchen wir Items. Ja, das Stone. Super Rappel. Danke. So. Ich habe keinen Bock auf wilde Pokémon. Okay. Aber war hier nicht das letzte Mal Gary Motherfucking Oak? Wir hätten vielleicht ansprechen sollen, aber ich konnte ja nicht ahnen, dass der jetzt weg ist. Hier geht offensichtlich etwas Cooles am Start. Was? Hey, wahrscheinlich ist hier irgendwas Cooles am Start. Hey, es ist wahrscheinlich etwas Cooles am Start. Hey, es ist wahrscheinlich etwas Cooles am Start. Ja, ich glaube, hier ist etwas Cooles am Start. Und der betrunkene Opa in der Mitte. Ach ja, und hier dreht jemand, guck mal. Er hat eine Kamera. So, hab vergessen, dem Spiel Echtzeitpriorität zu geben. Das hilft nochmal ein ganz, ganz kleines bisschen, aber. Okay, also, ich wollte doch auf die Karte schauen. Ja, genau. Der Weg hier ist blockiert. Das ist eine große Überraschung. Olufthauen haben wir fast abgekaspert, ne? Kackspaten, Flieg und Sieg! Tritt, tritt. So, was haben wir hier noch? Ja, das ist der Eingang. Richtig, richtig. Wir haben hier noch einen Market. Nun, hallo, hallo, du scheinst ein Tourist zu sein. Die Einwohnerschaft von Olufthauen ist ziemlich klein, aber wir haben tonnenweise Touristen hier, dank unserem wundervollen Museum. So, so. Wir schauen mal. Die Leute haben über eine seltsame Metalltür in Runko erzählt. Was ist hinter diesen Türen? Gibt es einen Schlüssel dafür? Ja, ich glaube schon. Gibt es was Interessantes? Nicht so richtig. Bälle sollten wir mehr als genug haben, ne? 4, 4... 17, das reicht auf jeden Fall. Wie viel HP haben denn unsere Pokémon mittlerweile? Oh. Da wird es doch Zeit für den einen oder anderen Hypertrank. Na, wir sollten noch warten. Wir warten mal noch bis zur Top 4. Dort können wir auch nochmal einkaufen. Und da können wir uns dann ordentlich vorbereiten. Mit Tränken und Heilern und hast du nicht gesehen. Videospiel zu spielen?
Zu viel? Kann ziemlich schlecht sein, Kind. Ach, erzähl nicht, Alte. Das war die mit der Zelda-Anspielung. Die ich glücklicherweise richtig erkannt habe. Obwohl ich Zelda nie gespielt habe, ne? Nicht einen einzigen der Zelda-Teile. Die Straße vor uns ist ziemlich tough. Naja, es heißt ja nicht Indigo-Weg ohne Grund. Okay. Ja, ein verwittertes Schild. Vel Dian Sigadio Blado. Welcome. Indigo Plateau ist auch klar. Boah, keine Ahnung, du. Mir fällt gerade nichts ein. Nein, ich habe vergessen, unsere Pokémon anzuschauen, welches vor muss. Ein Kind hier auf dem Indigo-Pfad. Ja, noch lachst du, mein Freund. Ah, cooler Trainer George. Es regnet. Ah, haha. Regen. Wie schaut's denn aus? Ja, Husenot ist schon nicht schlecht. Schleimetta muss unbedingt noch ein bisschen trainiert werden. Oh, fuck it. Ah, vielleicht auch. Aber Husenot, okay. Ein Level für Husenot. Mit einem Fake-Out. Komm, Fake-Out. Wir haben Fake-Out. Wir benutzen Fake-Out. Und dann noch der Eispunch. Katsching. Ein Stampfer ist okay. Hier, frisst das. Ordentlich Erfahrung, yay. Boah, nicht schlecht, nicht schlecht. Zenslash, da ist doch Schlemetta genau richtig geeignet. Mal abgesehen davon, dass es noch ein paar Level aufholen sollte. Ja, flip. Ich habe bei der letzten Aufnahme gefailt gehabt und da gab es ja den Ingame-Sound nicht. Und dann mache ich zwischendrin auch das Schleimetta-Geräusch nach. Nur, dass halt du das nicht hörst, ne? Da freue ich mich auch nur, mach. Ist ein bisschen lustig gewesen. Ja, was da los war, keine Ahnung, du. Ordentliche Erfahrung, yeah. Cloyster, das sollte auch okay sein. Okay, dann verteile halt deine Spitzen, ich habe nicht vorzuwechseln. Sind wir damit Surfer besser dran? Nee, gell? Ich kann es trotzdem ausprobieren. Mach das nur. Zwei Lagen. Ist kein Problem. Du kannst auch noch eine dritte. Boah. Okay. Habe ich mich mit den Defensiven ein wenig getäuscht. Alter. Viel Erfahrung. Yay. Was? Ich kann das nicht glauben. Glaube ist nur mein Freund. Schleimetta. Immer nach vorne. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Nein, ist okay. Mehr brauchen wir nicht. Bis an die Spitze der Pokémon-Liga zu kommen, wird nicht leicht sein. Lass es mich dir zeigen. Was willst du mir zeigen? Mary? Na, sieht so blöd aus, aber ich will es trotzdem haben. Ice Beam! Oh nein, mein Fluchtwert ist gesunken. Oh nein. Ach, Schleimetta. Nice. Ja, kein Problem. Mach das nur Ice Beam. Oh! Hat überlebt. ja, mach das. Kein Problem. Es hat auf einem HP überlebt. Und ist dann gefroren. Geil. Schön. Weißt du, was ich jetzt aus Prinzip mache? Husenaut, benutzt doch bitte deinen Fake-Out. Plupp. Ja, der Crit war nötig.
Die Mietzekatze. Schlemetta, bitteschön. Dann zeig mal, was ein Erdbeben so ausrichten kann. Surfer. Power Gem, mhm. Und schon wieder Level für Schleimetta. Yay! Wow! Weißt du, du könntest sogar in der Lage sein, durch die Siegerstraße zu kommen. Schon wieder 1920. Das Geld, was wir bekommen. Wenn du wirklich planst, der Champion zu werden, dann viel Glück. Ja, vielen Dank. Oh. Schlemetta ist nach vorne, ne? Jo. Ein Trainer, ich kann es nicht glauben. Endlich. So, mehr Erdbeben. Das war aber nicht nett. Oh, fuck it, wollte doch eher noch ein oder zwei Level aufholen. Da sind wir doch mit so einem Wasser-Pokémon genau richtig dran. Nicht schlecht, Alter. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das bringt natürlich nur noch ganz wenig Erfahrungspunkte, ist ja klar. Nein! Und ganz wenig Geld. Verdammt, ich werde besser werden. Dann, oh fuck, es ist schon. Können wir noch den Husenauten hier hinsetzen. Und Zombie-Hirn. Dorthin. Apropos hier nochmal zur Coverage, ne? Mir ist übrigens aufgefallen, dass Kackspaten auch eine ganz ausgezeichnete Coverage hat. Es gibt, glaube ich, nur zwei Pokémon, die wir nicht neutral oder sehr effektiv treffen können. Ich habe neulich mal so eine App dazu gesehen. Eine App kann ich. App. Ah, so ein Unwort. Ein kleines Online-Tool ist das, glaube ich. Ist dir was? Ist dir was? Ist dir was? Ja, Full Heal. Das war mein Zockerinstinkt. Ja, da habe ich mal nachgeguckt, wie so die Coverage ist. Yeah. Lass es schon damit anfangen und es zu Ende bringen. Leroy Jenkins. Es regnet. Boah, eine Gigadrainage. Lieber kein Toxic, nicht, dass es noch Guts hat. Ich überlege, was es im Deutschen ist. Da hat es dann mehr Angriff, wenn es eine Statusveränderung hat. Die mit ihren Faint Attack ist zwar eine Prio-Attacke, aber die ist voll schlecht. Besser. Slowbro, na dann. Komm her und lass dich auslutschen, mein Freund. Schlurps. Wenig heilen. Und dann noch ein wenig heilen. Wunderbärchen. Wow, du bist viel zu viel für mich, Kiddo. Yep, du bist ein verrückter Gegner. Damit sind unsere Pokémon-Level auf einmal schon wieder relativ ausgeglichen, ne? Wenn Schlemetta noch zwei dazu bekommt und Ofakket noch eins, dann sieht das schon richtig nice aus. Also nachts und im Regen ist echt mega dunkel. Kann man nicht anders sagen. Eine Hyperpution. Was? Kommt da oben immer wieder so Game Jolt-Dingens? Oh. Achso, weil das flaches Wasser ist. Das hier ist Pfützenwasser und hier ist See. Mhm. Ich verstehe, lieber Programmierer, ich verstehe. Kann ich eigentlich da oben durch? Nee, oder? Oh, kann ich, wenn ich möchte. Ja, kann ich.
Flap! Ah ja, also doch. Oh, ein Pokémon. Und zwar ein... ein Austoss. Ja. Wenn es einmal da ist, können sie ja leer lutschen. Fangen möchte ich es nicht. Obwohl Vagina natürlich ein ausgezeichneter Name wäre für ein Austoss. Das wäre eine Steilvorlage gewesen für einen guten Spitznamen, aber naja. So. Ich habe gesehen, wie du den anderen Trainer dort besiegt hast, aber ich bin ein schwierigeres Hindernis. Grace. Fall from Grace. Grace, die gefallen, ne? So, jedenfalls. Ausgelutscht. Also, das Pokémon, nicht die alte. Flop, flop, flop. Bisschen Erfahrung. Macht sich sehr gut. Reicht das für ein Level Up? Nö. Nee. Was ist ein Monster? Ach, Grace, sei doch nicht so. Zerschneider. Gripclaw. Okay, mal nachgucken. Da ist es, sehen da oben schon wieder. Das ist doch dieses Game Jolt. Scheiß Quatsch hier. Geh mir nicht auf den Sack. Auslocken. Ich hab keinen Bock, dass da oben immer hier zwei Pixel auftauchen. Irritiert mich nur. So, wir wollten gerade mal schauen. Wir haben immer noch das Heroin, ne? Gripclaw. Ein Pokémon, das dieses Item hält, ja, kann mehrere Runden Attacken wie Bind und Frapp verlängern. Okay. Damit ist sowas wie Wickler länger. Oh. Hilft uns überhaupt nicht. Das ist es, Stefan. Deine letzte Schlacht vor der Siegerstraße. Zeig mir, was du drauf hast. Aha, Naomi. Hm. Ist eigentlich ganz cool, immer den Sprite, ne? Gefällt mir. Oh fuck it, du bist perfekt geeignet. Du hast auch nur noch ein AP übrig. Wir wechseln mal. Schlametta ist gerade nicht verfügbar. Soll das halt 6 Fantasie machen. Ah, wir hatten nicht so lange nicht draußen 6 Fantasie. Wir haben Flashfall übernommen. Und der Gegner hat mit einer Feuerattacke angegriffen. Und jetzt sind unsere Feuerattacken stärker. Schön. Ganz vergessen, dass wir ja Trace haben. Nice. Takedown. Ma, oh, geht. Vielleicht noch ein Thunderbolt. Bäm. Ah ja, Level 37 für unser Oh Fuck It. Und 6 Fantasie hier. Bekommt auch ein Level Up. Cool. Vulpix. Husenaut. Ein Earthquake sollte reichen. Ja, hätte mich echt mega gewundert, den nicht. Noch was? Ja, okay. Dasselbe Spiel nochmal. Oh nein, Ruckzuckieb. Oh nein. Auch das sollte reichen. Schön. Mehr Erfahrung für Husenaut. Unglaublich. Deine Pokémon sind super stark. Gut gemacht, Stefan. Die Siegerstraße wartet auf dich. Okay. Kommt ihr noch? Kommt ihr noch? Oh. Oh. Das war aber ganz plötzlich sehr, sehr großer Wetterumschwung. Ich habe jetzt eigentlich Gary Motherfucking Oak erwartet, du? Die Siegerstraße ist lang und voller gefährlicher Hindernisse. Wenn du alle 8 Orden hast, sollte das kein Problem für dich sein. Hey, was? Ich... Der Baum hat eine komische Hitbox. Eine für mich unerwartete. Diese Arena-Orden zu bekommen ist sicherlich tough.
Ich bin überrascht, dass ein Kind wie du es geschafft hat. Indigo Rest Center. Na dann. Er spielt mit seiner, wie heißt das Ding auf Deutsch? Eine Handheld-Konsole. Mein Gehirn möchte gerade nicht. Komm schon, Gehirn, du kannst es schaffen. Hat eine tragbare Konsole. Gibt's denn nicht auch noch einen ordentlichen Begriff dazu? Warte. Ist das Sonic the Hedgehog Genesis, das er da spielt? Was für ein Stück Scheiße. Ja, soll wohl ein unglaublich schlechtes Spiel sein. Ich selbst habe es nie gespielt. Gibt's hier zufällig? Nein. War nicht mit F5? Okay. Ja, Leute. Das war Pokémon Uncensored Edition für heute. Wir sind hier in der Siegesstraße angekommen. Guck doch mal, guck doch mal. Siegesstraße und dann Indigo Plateau. Yay! Geil! Und unser Team ist einfach fabulös. Ist so schön. Das Einzige, was ich halt nicht so super finde, ist hier doppelt Pflanze, ne? Kannst du dir ja vorstellen. Aber oh fuck, hat mal seine Daseinsberechtigung. Meister würde ich den als erstes rausnehmen. Ja, aber wie gesagt, als defensive Wall für den Notfall, wenn nichts anderes geht, macht er sich schon sehr gut. Schlametta bräuchte noch ein oder zwei Level, aber im Notfall haben wir noch ein paar Sonderbonbons, die wir der Schlametta in den Rachen werfen können. Dann sollte das auch okay sein. Und Kackspaten hat kein Item. Ist ein bisschen doof, aber vielleicht geben wir ihnen einfach eine Beere. Besser als nichts. Okay, ja, jedenfalls war's das für heute. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.